like you. Be strong to hold the powers of the sun. So, ich stehe jetzt hier bei Burgdorf. Oder wie es heißt, an der Elbe, St. Margarethen. Und hast du nicht gesehen? Landscheide, was da alles ist. Hier sind jetzt die Nord-, Quatsch, die Procon-Anlagen, die P3000. Aber geil. Die hatten schon Havarie gehabt, bis das Flügel abgebrochen war. Da sieht man den Stumpf noch. Der Abendeckel liegt auch noch da. Das müssen wir uns gleich mal aus der Nähe angucken. Ja, drei Stück stehen hier. Schon cool aus, fast wie der Erdmann. So, bei denen steht zum Beispiel Amperax dran. Amperax 3000 sind das dann. Also entwickelt hat die Procon wohl selber halt. Das weiß ich noch. Und jetzt steht dran Amperax. Ich habe die nämlich auch als Miniaturmodell. Aber da steht halt Procon dran. Aber die gibt es auch als Modell, wo Amperax dran steht. Ja, wenn er bei Google das eingibt, was ist Procon, Havarie? Seht halt auch Bilder, wo der Flügel abgerissen war. Das ist ein paar Mal auch passiert. Wie gesagt, hier liegt halt der Stumpf auch da. So sieht er aus. Der Rest vom Flügel. Hafen sind auch hier. Ach, hier ist noch Repower oder Zenvion. Ja, 3 Ampere-Rack sind hier. Ach, schon geil. Die siehst du mal. 20 Kilometer Umblick. Die habe ich gerne in Kauf genommen. Dann seht das auch mal. Ich denke mal, die siehst du nicht so oft hier. Kilowatt. Ich denke mal, die steht auf dem 92 Meter Druck, weil das sieht man ja auch hier. Viel nach unten ist nicht mehr. Wenn es schon über 50 Meter lang ist, ist nicht mehr viel Luft. So cool. Wollen wir mal hochgehen, mal gucken, wie das oben aussieht, ne? Amperax, da siehst du es nochmal. Ich weiß gar nicht, wie viel es davon gibt hier in Deutschland. Wer es weiß, kann es ja in die Kommentare hauen. Dran.
aus, ne? Schön, schön, haben wir sie mal gesehen. Ich weiß gar nicht, wie alt die sind, die Anlagen. Und ob es das dann noch viel, viel mehr gibt. Ich glaub's ja bald nicht. So sieht das aus hier. Heftig. Voll defekt. Ja. Ist vom Schützenfest. Ist noch gar nicht so lange her, glaube ich. Wenn das alles auch rumliegt hier. Ich möchte auch mal gerne hoch, wie die von unten aussieht. Sind wir. Na, wird noch scharf hier. 3,2 im die 114er. Also die stehen sehr viel hier rum. Tja, hier stehen auch überall verstreut Windräder rum. Wahnsinn. Und auch viele Nordex, die älteren Kisten. Da hinten. Hey, das ist dann die 5M. Ist das nicht bei uns Bütteltag, oder? War doch nicht das? Neck Micon, das steht da, nicht Nordex, Neck Micon. Muss ich mal Foto machen. Ja, oh, es ist die, ist ja, Brunsbüttel ist ja gleich hier. Dann ist das die 5M, also es ist die 5M. Ich hab mir hier eben mal ein Bild gemacht, das ist sie. Da steht noch eine. Cool. Hier bin ich also schon, aha. So, da hinten steht eine Wensis. Geil. Mensch, eine Vielfalt hier vertreten, das ist ja schon cool. Wow. Oh, hier stehen ja auch noch 5M rum, was ist los? Da auch. Das ist ja cool, da auch. Boah. Geile Scheiße. Das Wetter umgeschlagen, jetzt regnet es schon. Hier steht eine Wensis. Die hat sich eben noch gedreht, jetzt ist es aus. Dann sind die Brokern und Repower. Ey, hier steht so eine Vielfalt. Also hier muss ich definitiv noch mal her. Bei Brutsburg, bei ja, hier Neck Micon. An Bonus, dahinter stehen die schönen fetten 5M. Ja, jetzt wird die Kamera ein bisschen nass, aber was soll's. Da muss sie durch, nutzt ja nichts. Da siehst du, und davor noch die kleinen Vestas. Geil. Herrlich. Schade, dass das Wetter zu kacke ist. Oh Mann, ey. Aber cool. Das wollte ich euch noch mal zeigen hier schnell. Ach, geil. Jetzt geht noch ein Geld. Schade, schade, schade. Aber nein, kann man nicht ändern. So, ich bin jetzt hier bei Brunsbüttel. Die 5M. Wo ist sie jetzt hin? Scheiße, jetzt sieht man sie gar nicht. Ach, da. Ganz versteckt. Ja, die Leitung hier knistert übelst, weil es nass ist, ne? Die 5M steht da noch. Schneebig lange her, wo ich mal hier war. Ich bin jetzt einfach nur auf der Durchreise und filme mal kurz. Hier steht noch eine schöne alte E66.